Der Spezial-OP ist gekommen. Oh ja. Der Meriba, oder? Ja. Steht draußen. Schauen wir es uns mal an. Ich nehme euch mal mit in die Werkstatt mit, weil ich habe einen Spezial-Opel. Der war schon mal bei mir und der Kunde hat einen Fehler gehabt bei dem Auto, dass er gefahren ist, hat das Auto abgestellt, war was einkaufen, hat wieder rein, springt das Auto nicht mehr an. Ja, soweit okay. Haben sie versucht, was sie machen können, haben sie selber nochmal Batterie abgeklemmt, wieder angeklemmt, hat nichts gebracht. Der kuriose Fall ist, die haben es dann versucht anzuschieben, dann ist er gelaufen. Dann haben sie ihn wieder gefahren, gleiches Spiel wieder, man stellt ihn ab, halbe Stunde warten, läuft er wieder nicht an. So, dann habe ich gesagt, bringst du ihn zu mir beim ersten Mal, ich schaue es mir an. Dann war das Auto da und war 2 Tage da und er hat den Fehler nicht ein einziges Mal gemacht. Als wie wenn er es gewusst hätte, dass er in die Werkstatt kommt. Fehlerspeicher ausgelesen, nichts drin, hat sich nichts ergeben. Oh, habe ich gesagt, es tut mir leid, ich kann nichts suchen, wo nichts ist. So, jetzt hat er sich gestern wieder gemeldet, hat gesagt, er bringt heute das Auto vorbei, weil der Fehler anscheinend jetzt akut da ist. Und da das so ein bisschen speziell ist, nehme ich euch jetzt mal heute mal mit in der Fehlersuche, wie ich da vorgehe. Und schauen wir uns mal an, den Meriba. Gehen wir mal raus. Ich hole mal schnell noch die zweite Kamera. Also, hier haben wir das gute Stück, Opel Meriba. Und schauen wir mal, was er macht. Schlüssel rein. Also, ihr seht, ja, machen wir Kapelle aus. Lichtlein und so brennen alles. Gang raus. Springt nicht an, hat einen kurzen Mucker gemacht. Die Motorkontrollleuchte da oben links, die blinkt immer. Genau. So. Also das erste Vorgehen, was macht der Mechaniker von heute? Du, im Hintergrund, was meinst? Also, Stecker rein und schauen, was die Technik sagt, also Steuergerät. Nee. Doch? Nein. So repariert man doch heute. Nein, der Mechaniker macht erstmal die Motorhaube auf und sagt, oh, 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 das wird teuer. Oder? Macht man doch immer so. Habe ich bei dir noch nie gehört. Okay, Tina hat recht, jetzt schließen wir erstmal das Diagnosegerät an. Also holen wir schnell mal das Diagnosegerät. Also fangen wir nicht im Motorraum an, sondern fangen im Innenraum an. Diagnosestecker und dann schauen wir mal, was das Steuergerät sagt. Ja, wo ist die Diagnosebuchse? Also in dem Fall weiß ich es bei dem Auto. Aber unsere gute Diagnosetechnik würde uns das auch sagen, wo die Buchse immer ist. In dem Fall ist die bei dem Auto hier unten in der Handbremse drin. Da ist so ein Deckelchen drin und da haben wir einen Diagnosestecker. Stecken wir das jetzt an und dann schauen wir mal, was er sagt. Also Fahrzeugauswahl. Das Auto war schon mal drin. Da schauen wir in die Car-Historie. Dann schauen wir Opel. Opel. So. Meriva. Der da. Dann gehen wir auf Diagnose. Fehlercode, Motor. Dann schauen wir mal rein, was er reinschmeißt. Ihr seht, Fehlerspeicher in Ordnung, kein Fehler drin. Erstmal schlecht, weil man keinen elektrischen Zusammenhang irgendwie hat mit einem Fehler. Ja, deswegen, wie gehen wir jetzt weiter vor? Ideen aus dem Hintergrund? Anschieben. Anschieben, stimmt. Probieren wir das aus, schaffen wir das, oder? Ja, hockt man Opi rein, der kann dann starten und wir schieben. Das können wir probieren. Opi! Wir brauchen dich. Schnell einen Helferling. Wir brauchen einen Statisten. Du musst reinsitzen beim Anschieben. Ja. Ja, der hat ja gesagt, das geht beim Anschieben. Hey, springt er nicht da? Nein. Ciao. Und
Du darfst neu hocken. Du darfst neu hocken. Wir schieben dich. Also hol ich jetzt noch. So, oder? Ich fahre jetzt erst so rauf, so fährst du raus. Ach so, raus und dann fahre ich die rückwärts und dann schieben wir vorwärts an. Oh, ich schiebe die so. Handbremse lösen. Du bist doch vielleicht wie eine Feder, Opi. Ja, wir tun jetzt anschieben, Opa, und dann schauen wir mal, ob er läuft. Weil das hat der Kunde gesagt, dass es sein soll. Weil Federspeicher war nichts drin. Ja, Federspeicher leer. Oh, Handbremse, Opa. So, kommen wir rückwärts. Ja. Es geht eigentlich, der Opa ist federleicht. Brauchen wir ein bisschen Schwung. Ja, du willst aber da lang anschieben, oder? Ja, ja, richtig. Bergab. Ja, bergab. So richtig bergab ist es auch nicht. Wie weit willst du denn? Gut. Erstmal anschieben. Kommt Gas. Springt die da? Jetzt springt er da. Warum? Ja, mach nochmal aus. Warum springt er jetzt an? Tja. Krass. Wie geht's hin? Mach nochmal aus. Nochmal an. Er braucht sehr lang. Ja. Also ich habe ja schon eine Vermutung. Aber. So was, jetzt halt. Ich bin aus der Puste. Ich habe ja schon eine Vermutung, was es ist. Ich lasse mal noch mal 5 Minuten stehen, weil ihr merkt es beim Anlassen. Vielleicht hört man es. Ja, immer kürzer. Hat relativ lang gebraucht. Lassen wir noch mal kurz stehen. Ich denke, dass wir ein thermisches Problem haben mit einem Sensor, und zwar den Kurbelwellensensor, dass der, wenn er warm wird, Kontakt hat und wenn er kalt ist, keinen Kontakt hat und kein Signal liefert. Schätze ich jetzt mal. Ja, wundert mich aber, dass er das nicht reinschreibt im Federspeicher. Aber jetzt lassen wir noch ein bisschen Zeit vergehen, 5 Minuten, und schauen wir mal, ob er dann genauso schlecht anspringt. Vielleicht registriert er das wieder. So, jetzt sind wir umgezogen. Draußen war es ein bisschen frisch. Ihr habt es jetzt gesehen. Wir haben jetzt den angeschoben gehabt. Und dann ist er wollte ganz kurz kommen. Dann hat der Opa probiert, ihn anzulassen. Zack, läuft er wieder. Meine Vermutung ist, jetzt geht jetzt in Richtung Sensor, Kurbelwellensensor. Weil die oft oder die gern so thermische Probleme ein bisschen rumspinnen, wenn sie kalt oder warm sind. Kurbelwellensensor, wem das nichts sagt. Der Motor, also die heutigen Motoren haben mindestens 2 Sensoren, einen an der Kurbelwelle unten am Motor und einen oben an der Nockenwellen, damit die einfach 2 verschiedene Abgleichssignale haben, damit man den Motor, dass das Motorsteuergerät gescheit arbeiten kann. Ich will jetzt da nicht zu tief ins Detail gehen. Genau. Und jetzt probieren wir es gerade nochmal, ob er wieder anspringt. Und sonst müssen wir dann, machen wir jetzt als erstes, jetzt probieren wir erstmal, ob er wieder anspringt. Genau, läuft wieder. Ja, jetzt lassen wir mal hoch, schauen wir mal von unten, ob wir den Kurbelwellensensor finden, wo der hockt. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Ding finden. Entweder sitzt er auf der Seite, wo der Keilriemen ist, auf der Zahnriemenseite, stirnseitig, oder, hier sitzt er. Hier seht ihr, dieser Sensor hier, der geht nach drinnen und zeigt auf die Kurbelwelle und fasst da das Signal ab. Genau. Zweipolig. In dem Fall ist es ein Induktivgeber.
Da ist so eine Sicherung in dem Stecker. Die da. Alter. Jetzt geht er runter. Oh, die Kontakte an, das schaut gut aus. Also das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder warten. Natürlich kann man das Ding jetzt auf Verdacht tauschen. Da bin ich aber kein Freund davon, weil ich eigentlich genau wissen will, ob es auch das ist. Deswegen warten wir jetzt mal, bis er wieder nicht anspringt. Und dann werden wir uns mal das Signal anschauen, ob das in dem Fall das Signal nicht da ist. Also warten, Abkühlungszeit. Da bin ich dreckig im Krieg. So, jetzt schauen wir mal nochmal. Wo ist die Uhr? Jetzt steht er schon wieder 3 Stunden. Schauen wir mal, was er jetzt tut, ob er jetzt wieder anspringt oder was er macht. Oh, super, läuft er wieder. Na, jetzt haben wir es wieder. Ist der Fehler wieder nicht da? Das ist das Tolle an der ganzen Geschichte. Jetzt probieren wir was aus. Wir werden jetzt mal den Kurbelwellensensor rausmachen. Der ist da unten bloß mit einer Schraube drin. Dann werden wir den ein bisschen kalt machen, also ein bisschen einheizen. Einkälten. Mit Kältespray den behandeln. Und dann schauen wir mal, ob dann das Auto nicht anspringt. So, Benzer, fahr mal die Hebebühne hoch. So, brauchen wir da 10er. Ich mach dir Licht, dann kannst du ein bisschen mitfilmen. Geil. Herausforderung mit dem Filmen dann. Ja, ja. Und Schrauben. Aber das machen wir ganz einfach. Dann nehmen wir die lange Verlängerung, dass wir weit von der Arbeit weg sind. Ja, guckst du? Ziehen wir das Ding mal raus. So schaut das aus, das Teil. Bitte? Was ist das Teil zuständig, das du ausgebaut hast? Das Teil ist der Kurbelwellensensor. Und der erfasst sozusagen, ich muss dir vorstellen, da ist ein... Für was das zuständig ist. Also, kurze Erklärung, Kurbelwellensensor. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist die Kurbelwelle. Die hat lauter so Zähne drauf oder einfach ein Muster. Der Kurbelwellensensor sitzt so dran und das dreht sich an dem Kurbelwellensensor so vorbei. Und dann ist eine Position, wo ein Zahn fehlt. Und das ist sozusagen eine Markierung für den Sensor, dass er weiß, okay, hier ist mein Bezugspunkt. Und wenn sich das hier dreht, das Teil ist magnetisch, weil da ein Dauermagnetisch mit einer Spule drin. Deswegen ist es ein Induktivgeber. Das heißt, das Teil ist magnetisch, ja, das hält hier von alleine dran. Wenn sich hier dieses Metallrad, der in dem Fall die Kurbelwelle dran so vorbeidreht, dann erzeugt er eine Spannung. Er erzeugt eine Spannung und daraus errechnet sich das Steuergerät ein Signal. Und durch die Pause oder durch die Lücke, die dann in der Kurbelwelle drin ist, fällt das Signal kurz ab. Dann weiß er immer genau, okay, da ist mein Referenzpunkt. Genau. Und so, ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Für was ist das dann wichtig? Für was das wichtig ist? Ja. Für die Motoreinspritzung. Damit der weiß, wo der Motor steht. Ah. So, dann probieren wir das jetzt mit Kältespray aus. Sehr kalt macht, kühlt bis zu 45 Grad minus. Und so will ich jetzt imitieren, dass es, wenn es draußen kalt ist,
dass sich sozusagen die Elektronik, es ist nicht viel Elektronik drin, ist aber bloß eine Spule, dass die sich ein bisschen zusammenzieht und dann sozusagen den Fehler hervorruft. So. Lassen wir mal so. Also, dann steckt man wieder rein. Ah, da seht ihr das Rad, was ich gemeint habe. Ich filme euch da mal da rein. Da drin seht ihr das Rad da hinten. Und das dreht sich da immer im Kreis. Und da ist irgendwo eine Bezugsmarke, wo dann ein so ein Steg fehlt. Zack. Da ist geschraubt. So, und dann schauen wir mal, was er jetzt macht. Aber wir tun gleich mal noch parallel den Sensor adaptieren. Sprich, wir holen uns da gleich, wir schauen mal, was das Signal jetzt sagt, falls er jetzt wieder läuft, wie dann eigentlich dieses Signal ausschaut. Was das macht. Habe ich jetzt so feine Messspitzen. Ich weiß nicht, ob ihr die sieht. Das sind ganz feine Messspitzen. Den kann ich da hinten in den Stecker rein, ohne das zu verletzen, ohne die Kabellitze sozusagen zu verletzen. Einmal. So. Ich habe jetzt eine Messleitung hingemacht an den Sensor. Jetzt fahren wir das Auto wieder runter. Die Messleitung schließen wir dann an unser Diagnosegerät an und da können wir parallel das Signal anschauen, wenn eins kommt. Genau, Lehrling, fahr mal runter. Dann nehmen wir jetzt unsere Leitungen raus, schließen die mal an und wir messen eine Spannung. So, jetzt schauen wir mal. Die Tina sitzt jetzt im Auto drin und versucht es zu starten. Jetzt schauen wir mal, ob da ein Signal rauskommt. Du sagst, wir können. Ja, los geht's. Was hast du gemacht? Hast du kaputt gemacht? Ich war nur der Lehrling. Was kann man jetzt machen? Jetzt haben wir ihn kalt gemacht. Was kann man jetzt machen? Heiß. Warm. Heiß machen wir nicht, aber... Oder Schrottplatz. Oder Schrottplatz. Ich glaube, das findet der Besitzer nicht so cool. So, wieder rein das Teil. Starten Sie mal. Ja, machen wir weiter. Gut. Habt ihr den kleinen Ausschlag gerade eben gesehen? Ein ganz kleines Signal ist da, aber es ist ein furchtbar schlechtes Signal. Normalerweise schaut das anders aus. So, um das jetzt parallel einfach zu testen, dass es vielleicht schnell geht. Ich habe natürlich schon einen neuen besorgt und den bauen wir jetzt mal schnell rein und schauen, was dann das Signal macht. Hier, so sieht das neue Teil aus. Noch schön glänzend. Also, dann schauen wir mal. Jetzt, Herr Chef, start mal. So, gehen wir ein bisschen mit der Voltzahl runter. Ja, ein bisschen auseinanderziehen das Ganze.
Genau, so schaut es gut aus. Unser Signal. Und dann läuft der Motor auch. Dina, machen wir nochmal aus. Also nochmal starten. Gut, aus. So, der neue Sensor ist jetzt wieder verbaut. Der Lehrling, der macht jetzt eine Probefahrt, der fährt jetzt das Auto warm, ein paar Kilometer, und dann stellen wir ab. Dann schauen wir mal nach 2 Stunden oder morgen früh, das reicht, das ist auch noch da, ob er noch wieder anspringt. Ich denke ja, dass das der Fehler war, weil die Messung hat es gezeigt, dass der Sensor da spinnt und kein Signal rausschmeißt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sag tschüss, Lehrling. Tschüss, der Lehrling ist übrigens schon im 3. Lehrjahr. 3. Lehrjahr. Schauen wir mal. Und Lehrling, wie schaut's aus? Wie fährt er sich? Ich fahre gern mein Auto. Ist wurscht. Aber er fährt. Ja, und jetzt? Und er ist warm. Ist warm. Ja. Springt aber wieder an. Läuft. Also, müssen wir jetzt abwarten. Eieiei, ganz schön windig. Ja. Also, dann warten wir jetzt ab. Lassen den mal stehen, mal abkühlen. Und dann probieren wir es nochmal. Aber ich denke, das war's. Falls es nicht war, dann sehen wir uns wieder. Falls nicht, ciao. Ciao.